Hallo, hallo. Ich weiß, es ist mal wieder spät, aber es ging im Moment nicht anders. Der erste Tag frisch aus dem Homeschooling, rein wieder in die Schule, und schwupp war der Tag weg. Aber jetzt durfte ich doch noch mal an den Basteltisch und will was mit euch teilen, damit ihr euer Ombré-Designerpapier bitte verwendet. Ja? Also ich lege hier jetzt mal so nur mal sporadisch die Farben hier rein. Dass ihr mal so eine Idee bekommt, was ich in dem Video mit euch machen will. Ihr sollt das ja verwenden. Ihr sollt das nicht nur zu Hause haben, ihr sollt das bitte auch in euren Projekten verwenden. Und es gibt ja so viele tolle Möglichkeiten, das zu kombinieren. Also ich habe jetzt nur mal eben aus dem Designerpapier noch kurz für das Video hier die, was ist denn das, Libelle ausgeschnitten. Guten Abend, Katja. Die Libelle ausgeschnitten, weil das dieselbe Farbe hat. Also, Brombeermus passt ganz wunderbar in die Reihe zu den Libellen, zum Libellengarten. Bermuda, weiß ich ja schon, ist eure, hallo Gabi, eure Lieblingsfarbe gewesen vom letzten Mal, deswegen liegt die hier auch oben auf. Rokokorosa ist eine meiner Lieblingsfarben und dann haben wir hier noch so stiefmütterlich Apfelgrün, grüner Apfel, was aber auch recht schön ist. Und ich will euch jetzt ein simples Layout oder eigentlich zwei simple Layouts zeigen, wie ihr das Papier verwendet. Auch die Mädels von den Stempelpartys der letzten Wochen. Ja, einige von euch haben sich als Prämie das, wo liegt es jetzt hier, dieses Designerpapier Ombré gewählt. Also gerade als Anfänger finde ich das eine super klasse Sache. Kombiniert euch das noch mit ein oder zwei Stempelkissen. Ich kann das immer nicht. Die anderen können immer im Video so komisch auffächern und dann sieht man das ganze Papier. Also es sind auf jeden Fall unendlich viele Papiere hier drin. Einmal Brombeer, Rokoko und auf der anderen Seite grüner Apfel und Bermuda. Also da kommt unendlich was mit und halt super auch Anfänger geeignet, weil es so basic ist. Also ihr könnt das so gut kombinieren mit allem Möglichen. Und ich will es euch jetzt im Speziellen mit zwei anderen Prämien zeigen. Einmal das Corner Bouquet, weil ich weiß, da kamen schon direkt Rückfragen an mich. Mensch, was mache ich denn mit dem Stempelset? Ich hatte eine Karte mal in die Kamera gehalten in irgendeinem Video, meine ich. Da habe ich aber schon eine Technik verwendet. Das war die hier. Man muss es nicht so aufwendig gestalten. Man kann das Set auch anderweitig ganz, ganz toll einsetzen. Also das jetzt nur noch mal so als Inspiration. Hallo Tamaris, hallo Waltraud. Als Inspiration zu dem Corner Bouquet, das habe ich in weiß embossed, also mit Versamark gestempelt und mit weiß embossed. Und dann mit den Schwämmchen drumrum. Also einmal hier mit diesen tollen, wunderschönen Blending Brushes. Und was aber auch geht, ist, ihr könnt auch hier mitwischen. Ups, das sind die Fingerschwämmchen, die sind im Fünferpack. Oder ihr könnt natürlich auch hier zur Not damit wischen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Nur nehmt nicht eure Finger, sonst werden die grün und gelb und blau. So, irgendwie spinnt die Kamera gerade. Das wollte ich euch aber gar nicht machen. Und das zweite Set, wo viele gesagt haben, was soll ich mit dem anfangen? So gut wie perfekt ist auch eins aus der Celebration. Das sind lauter Geburtstagssprüche und eben auch noch so geburtstägliche Motive. Hallo Simone, guten Abend. Und da passt natürlich eine Sache wunderbar dazu. Und das haben einige von euch auch erkannt. Ich habe etwas länger gebraucht dafür. Aber wir haben ja hier eine Luftballonstanze. Und damit könnt ihr euch natürlich, tata, wir machen das auch gleich, Luftballons auch aus dem Ombrépapier ausstanzen. Und das sieht dann auch sehr cool aus, weil die haben dann direkt einen, ihr habt ja in dem Ombré einen Farbverlauf. Somit habt ihr gleich unterschiedliche Nuancen von Luftballons. Genau. Also die werden wir nehmen und vielleicht testen wir sogar auch nochmal den Schmetterling, den auch einige von euch Tatsache ohne das passende Stempelset verwenden. Also vielleicht ist der auch ganz hübsch, wenn man den aus dem Designerpapier ausstanzt. So zumindest aus den Resten. Ich glaube, es sind die Punkte vielleicht eher weniger, aber ich habe hier lauter so Reste liegen, auch noch von den neutralen Streifen. Ich habe gerade eben fürs Video schnell den Tisch sauber gemacht. Also eigentlich, Achtung, sah das hier so aus. Das ist jetzt mal alles eben vom Tisch geflogen, damit ich euch das überhaupt filmen kann. Sonst hätte ich hier keinen Platz gehabt. Und da muss doch auch ein neutraler Streifen dabei sein. Habe ich die alle
habe ich die alle schon verhackstückelt in anderen Projekten. Na gut, dann nehmen wir uns jetzt einfach einen. Dann nehmen wir einfach ein neues Blatt. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja einen Haufen, also da kommt ja echt ein Haufen mit. Also nehmen wir einfach ein neues raus. Hallo Katrin, hallo Michelle. Ach, ich sehe schon, ist doch nicht so eine schlechte Zeit. Hier, den blitzer ich auch noch rein, die will ich nämlich auch machen. Also wir machen mal so eine und so eine oder so in der Art Karte mit einem einfachen Layout und ihr bekommt dann auch die Maße von mir, wie die einzelnen Mattungen übereinander sind. So, jetzt wollte ich aber mal gucken, ob der Schmetterling denn auch mit diesem, ob man den auch mit hell und dunkel irgendwie kombiniert. Also sieht, glaube ich, auch gar nicht so schlecht aus. Schaut mal, wenn man dann einen hellen und einen dunklen irgendwie gruppiert, kann man auch lassen, oder? Was meint ihr? Also damit könnte man sicherlich auch Anfänger geeignet schon dekorieren. Natürlich etwas schöner, wenn man das Stempelset hat, aber ich weiß gar nicht ganz ehrlich, wo das jetzt im Schrank steht. Doch, da ist es. Da ist es. Da machen wir mal ganz kurz einen drauf, weil ich glaube, das sieht nämlich noch tausendmal toller aus, wenn das gestempelt ist. Nicht wundern, ich habe die auseinandergeschnitten. Das sollte man eigentlich nicht machen. Das vergesst ihr jetzt ganz schnell, dass ich die auseinandergeschnitten habe. Aber dann probieren wir das mal ganz kurz aus. Und zwar einmal Schmetterling auf. Einmal Schmetterling auf Papier. Das ist die schöne Variante. War jetzt auch wieder nicht geplant, aber ich glaube, es lohnt sich. Huch. Ja, da seht ihr dann auch gleich den Unterschied zwischen warum immer, wenn es geht, zur Handstanze das passende Stempelset. Es sind einfach Welten. Also es fehlt hier noch der Körper. Hier ist noch so ein kleiner, wo ist er? Da ist so ein Körperstempel drin. Wenn ich den jetzt finde, kann ich euch einen Körper drauf machen. Na. Jetzt finde ich noch nicht mal mehr den schwarzen Stift. Hier zeichnen wir den Körper einfach ein. Auch egal, das ist nicht so schwer. So. Stellt euch vor, ich hätte ihn gestempelt, wenn ich den Stempel gefunden hätte. Der Unterschied zwischen einem rein ausgestanzten, ich sage immer so, Motivstempel, auch ganz nett, aber richtig, richtig klasse wird er halt, wenn man ihn auch bestempelt. Und da könnt ihr natürlich jetzt auch eine ganz coole Sache machen. Ihr könnt die übereinander setzen. Das machen wir auch. Dazu bräuchte ich jetzt die kleinen Glue Dots. Tada, ich glaube, die hängen hier. Jawohl. Es gibt ja für alles den perfekten Kleber. Ich hoffe, ich bin heute nicht zu laut. Mein Mikro ist irgendwie näher an mir dran als sonst. So, dann nehmt ihr diesen Klebepunkt hier auf. Also bei diesen Klebepunkten immer das, was ihr aufkleben wollt, auf den Klebepunkt und dann den Klebepunkt mit dem Teil entfernen. So, und jetzt mache ich hier den Schmetterling aufeinander. Und könnt ihr das sehen, dann hat der hier unten nochmal so einen lila Schatten. Finde ich jetzt auch sehr cool. Also auch solche Späße könnt ihr super mit dem Ombre-Papier machen. Den lassen wir mal hier. Und wir stürzen uns auf die Karten. Das eigentlich nur so am Rande. Also ihr könnt für diese Stanzteilchen auch ganz wunderbar das Papier verwenden. Schmetterling kommt weg. Weil wir könnten, ich habe eine lila Karte, doch, das machen wir. Wir machen den Schmetterling auf die lila Karte. So, fangen wir mal an. Ich räume mal alles wieder weg. Die Grundkarte ist in jedem, also bei jeder der Varianten, die ich euch zeige, die gleiche. Und zwar schneide ich mir die ja immer auf 14 cm, kürze ich mir das ein. Also es hat 21 cm, vielleicht kann ich euch das da auch mitschreiben. Ansonsten spätestens morgen steht es auch über der Beschreibung im Video. Da ihr ja sowieso nach hart schlafen geht und das vielleicht nicht mehr heute anschaut, findet ihr dann morgen auch die Maße zum, oben in dieser Box.
Nichtsdestotrotz versuche ich es jetzt mal hinzuschreiben. 14 mal 10,5 ist dann das Grundmaß. Also ich habe die schon in der Mitte gefalzt. Moment, dunkel haben wir schon, rosa haben wir schon, grün brauchen wir noch. In der Mitte gefalzt. Das heißt, Sie haben natürlich das Papiermaß hier von 21 cm. Also da lasse ich einen DIN A4 Bogen in seiner gesamten Breite und kürze mir den nur auf die 14 cm und bei 10,5 wird es dann gefalzt. Das ist das Grundmaß. Um das Papier aufzulegen, das Designerpapier, das kommt ja quadratisch in 6x6. Das schneide ich mir jetzt kürzer. Ich meine, dass ich da um 6 mm verkürzt habe, um diesen Effekt hinzubekommen. Papierschneider wird es mir jetzt ausrechnen können. Da gucken wir mal. Also ich meine, das müssten jetzt 9,9 mal 13,4. Schreibe ich euch aber auch dazu. DSP in 9,9 mal 13,4. Okay, andersrum. Aber ich glaube, ihr versteht das. Das ist das Designerpapier. Das ist auch bei allen Karten gleich. Also völlig egal, welches Muster dann im Endeffekt daraus entsteht. Immer 9,9 mal 13,4. Dann gibt es noch einen kleinen Aufleger wieder aus dem farblich passenden Farbkarton. Der hat 6,9 mal 9,9. Also hier ist es identisch. Farbkarton 9,9 mal 6,9. Und weiß, die oberste Lage ist dann auch wieder um 4 mm. Also merkt euch 4. Weiß ist dann um 9,5 mal 6,5. Also hier ist immer eine Differenz von 4 mm. Hier oben ist es eine Differenz gewesen von 6 mm. Oder? 6. Aber das könnt ihr wirklich anpassen. Wichtig ist nur, dass ihr das von allen Seiten gleich macht. Ich habe echt eine Sauklaue. Also ich schreibe euch das echt noch schön. Ich schreibe euch das noch schön, aber jetzt muss es reichen. Dann wäre es jetzt gut, wenn ich. Ist noch was verschütt gegangen, aber gebt mir eine ganz, ganz, ganz kurzen Moment. So, dann können wir das auch wieder hier hinlegen, ne? Super. Dass ihr auch wisst, wer ich bin. Yes. 6,5 mal 9,5. Das habe ich mir natürlich für die anderen Farben und Karten in einem Rutsch runtergeschnitten. Also ich brauche ein paar mehr Geburtstagskarten noch diesen Monat. Das habe ich mir runtergeschnitten. Und dann habe ich noch für die Innenseite der Karte, weil das kann bei einer dunklen Karte schon sehr dunkel werden. Also hier könnte ich außer mit einem weißen Stift nicht mehr draufschreiben. Das heißt, hier mache ich bei den Innenseiten immer so einen Aufleger aus jetzt aktuell Grundweiß. Der kommt innen reingeklebt. Na, da haben wir es ja. Der kommt innen reingeklebt, damit man hier was schreiben kann. Und der hat ebenfalls die 9,9 mal 13,4. So wie das Designerpapier. Das könnt ihr in einem runterschneiden. So. Dann wird aufgeklebt. Und das machen wir gleich mit zwei Mustern. Und zwar hier mit dem grünen. Mit dem grünen plus eine Variante, die ich schon vorgestempelt habe mit Bermuda, damit es ein bisschen schneller geht und ihr noch ein, zwei Beispiele mehr zu sehen bekommt heute. So. Jetzt mal gucken, ob da noch Kleber drin ist oder ob ich ihn leer gemacht habe vorhin. Nein, ist noch was drin.
gerade bei den bei diesen Papieren ist es natürlich unglaublich toll, Ton in Ton zu arbeiten. Also ich finde, das macht so richtig Spaß und zeigt so richtig diese Farbabstimmung, die ihr einfach bei Stamping Up habt, in vollen Zügen. So, was machen wir? Die hier war quer. Dann machen wir die, könnten wir hoch machen. Und dann brauchen wir noch einen Spruch aus dem Geburtstagsset. Manches wird mit dem Alter immer besser. Du bist schon so gut wie perfekt. Den habe ich nämlich noch nicht verwendet. Ich wollte nämlich unbedingt alle verwenden. So, rein ins Memento. Da möchte ich jetzt wirklich einen kräftigen Unterschied haben. So. Huch. Und man braucht dafür jetzt wirklich nicht viele Sachen. Also, man braucht nicht viel, um Spaß zu haben. Jetzt kann man, wenn man will, das habe ich hier gemacht. Hier bin ich mit dem Fingerschwämmchen nochmal um den Luftballon gegangen, das kann man machen. Das Fingerschwämmchen ist jetzt natürlich weg und es war rosa. Also sowieso für meinen Zweck im Moment unbrauchbar. Wo ist es denn hingerollt? Das Schwämmchen. Ich habe es euch gerade eben noch erklärt, wie ihr es einfärben könnt. Ne? Und schwuppdiwupp schon ist es weg. Aber ich habe hier sowas, ich glaube, das könnte mal in grün gewesen sein. Ich riskiere es jetzt einfach. Mal gucken, auf so einem Schmierpapier, ob es grün ist. Ja. Damit lässt sich leben. Dann geht ihr hier rein. Und dann, das habt ihr vielleicht schon öfters bei mir gesehen, das mache ich total gern mit Etiketten, gebt ihr dem Ganzen ein bisschen Kontrast. Seht ihr das? Im Vergleich zu dem hier. Der sieht noch so ein bisschen langweilig aus und der andere ist schon ein wenig hübscher. Ich versuche jetzt auch ein bisschen Gas zu geben. Wer von euch hat denn jetzt wieder Kids in der Schule? Wer ist denn jetzt von diesem von dem Homeschooling erlöst? Und wer muss noch ausharren? Und die Kinder sind noch zu Hause. Ich habe auch gehört, im Freundeskreis vermehrt werden jetzt auch die Großeltern wieder gebraucht. Gerade für die Kleinen, wenn Mami und Papi arbeiten gehen. Und so, da kommen wieder meine geliebten Dimensionals drauf, die ich einfach mit dem Finger abziehen kann. Ihr kennt das ja schon. Ich schmeiß das hinter mich und dann wird einmal die Woche gesaugt. Und dann kommen die alle. So. Oh, jetzt hätte ich es ja beinahe auf den Kopf. Ah, Sachsen-Anhalt lernt noch zu Hause. Habt ihr schon eine Tendenz oder wird das, hängt das an den Zahlen bei euch? Thomas, quer ist schön. Quer ist schön. Und jetzt kommen auch noch die Luftballons. Auch noch hoch natürlich. Ich bin ja gespannt. Also es kommt ja bei uns hier in der Gegend auf die Zahlen natürlich an. Wenn die jetzt so konstant bleiben würden, wird das wohl auch weitergehen mit dem Wechselunterricht. Aber wenn nicht, dann nicht. So. Das jetzt hier, voilà, Karte Nummer 2. Dann machen wir Karte Nummer 3, die muss ich nämlich nur kleben. Die geht ganz schnell. Mach mal die Stempel hier weg. Die geht ganz schnell, 1 und 2 und 3. 3 habe ich schon. Ja, 3 war der Prototyp außenrum. Da habe ich weniger Rand genommen. Also da habe ich 4 mm gehabt und habe mich dann später doch für die 6 mm entschieden, weil es einfach schöner ausschaut. Also mir jetzt für die Karten besser gefallen hat. Auch noch zu Hause bei Sandra. Jennifer auch noch zu Hause. Hui, dann bin ich ja einer der wenigen, die jetzt heute den ersten Tag wieder
Durchschnaufen, also in der Theorie, ne, ist ja jetzt nicht so, dass man dann plötzlich nach so vielen Wochen die Füße hochlegt an so einem Tag. Also ich habe einiges aufgearbeitet an Buchhaltung, was da auch mitkommt. Ihr seht mich ja immer nur kreativ. Ihr seht ja immer nicht, wie viele Stunden ich über der Buchhaltung sitze. So, also Außenseite, Innenseite. In der Innenseite habe ich auch aus dem Corner-Bouquet jetzt schon eine Ecke da rein verwendet. Also gefällt mir nämlich für innen auch ganz gut. Wenn man sie nicht unbedingt außen so markant haben will, ist es total ein schönes Element für innen, finde ich. Ach, Oksana, du hast ja von allem was dabei, oder? Bisschen Wechselunterricht, bisschen zu Hause und Kindergarten. Hi. Hier die beiden sind auch aus dem Geburtstagsset. Einmal der hier, die Eilmeldung. Geburtstage verlängern das Leben und der schöne Geburtstag. Einmal in Schwarz mit dem Memento und dann hier natürlich in Bermuda. Passend zum Designerpapier. So. Wenn wir die hier so schief haben, dann machen wir die vielleicht in die Richtung. Dann haben wir einen so rum und einen so rum. Und der zweite Luftballon. Einer reicht nicht. Ich brauche zwei. Oder, oh. Soll ich, oh, die sind so schön. Ich will die euch eigentlich noch gar nicht. Die kommen nächsten Monat kommen die für euch und die sind so schön. Die sind so ein Traum. Das heißt Butterfly Brilliance. Ich kann es wieder nur auf Englisch. Wie heißt das denn? Flügel voller Fantasie, glaube ich. Da ist so Designerpapier, wo ihr die ausstanzen könnt. Und der ist zwar Minzmakrone, aber der würde auch unglaublich gut jetzt hier drauf kommen, oder? Ich bin in die so verliebt. Sind schon einige ausgeschnitten worden. Jetzt machen wir es aber trotzdem nochmal mit dem Luftballon, damit ihr da ein paar Beispiele mit den unterschiedlichen Sprüchen einfach auch habt. So, so und einmal quer. So, haben wir die drei Varianten. Flügel der Fantasie, genau. Oh, in der Schweiz immer in der Schule. Also durchgehen, hattet ihr gar keinen Stopp drin, Tamaris? Also so überhaupt keinen? Stopp, Stopp. Ups. So, die letzte. Sollen wir die jetzt auch noch machen? Doch, die machen wir mit Libelle schnell. Oder mit den Schmetterlingen. Also auch wieder unser Sandwich, den da. Und ich nehme jetzt aber den vielen Dankspruch, weil es gibt noch so ein drittes Celebration Set, was doch auch bei einigen gelandet ist und das heißt zusammen. Wir schaffen das zusammen. Ich bin so froh, dass ich dich habe und da ist eben auch ein ziemlich großes, schönes vielen Dank dabei. Hallo Belinda! So, den machen wir hier drauf. Ich glaube, der kommt nämlich auch ziemlich hübsch. Mir gefällt's. Was sagt ihr? Die ist, glaube ich, die simpelste von allen. Aber ich mag's. Und ihr könnt immer noch variieren, ja? Also ihr könnt das noch querstellen. Ihr könnt es ganz gerade haben. Ihr könntet es auch hier unten. Das wäre auch nochmal ein neues Layout. Also ich glaube, mit den Maßen, wenn ich euch die hier oben reinschreibe und ihr schreibt euch die auf so ein Kärtchen, da könnt ihr ziemlich viel hin und her switchen. Ihr habt ja gesehen, also quer geht's auch. Ja, die Farben sind auch schön. Die Farben sind ein Träumchen. So, wenn wir die jetzt nicht wollen, kann ich auch die nehmen. Lieber Schmetterling oder lieber Libelle? Was darf drauf kommen? Das dürft ihr jetzt wieder entscheiden. Denn die Schnecke habe ich jetzt nicht mehr ausgemalt. Also die könnte man auch noch irgendwo unterbringen, aber die habe ich jetzt nicht angemalt. Schmetterling oder Libelle? Was darf es sein? Überleg gerade, es gibt in Brombeermus natürlich auch so ein cooles Band, ne?
So, Schmetterling, Schmetterling. Moment, momentan sieht es so aus. Nochmal Schmetterling. Schmetterling, Schmetterling. Okay. Ihr seid kein Libellenfan. Dann kommt der Schmetterling drauf. Den mache ich jetzt auch bloß mit Glutoz fest. Heieiei, die kriegen immer Füße. Bei mir kriegen die Sachen Füße. Jetzt ist hier die leere Verpackung. Und wo sind die Glutoz? Hier. Einen Schmetterling. Und umdrehen. Ich habe es halt auch wieder übertrieben mit Farbe. Also ich bin auch ein bisschen schwarz. Och, Sandra wäre für die Libelle gewesen. Das ist das Einzige, dass ich an den Live-Videos halt nicht vorspulen kann, ne? Ihr müsst jetzt mit mir da durchkommen. Jetzt ist die Frage. Ich teste das jetzt einfach, dass ich hier hinten auch noch, dass ihr auch noch seht, wie ihr mit Bändern da auch noch kombinieren könnt. Also das ist von der Eisdiele aus dem Mini-Katalog. Solltet ihr euch schnappen, einfach nur, wenn ihr in Brombeermus verliebt seid, weil ich wüsste jetzt nicht, ich meine, ich kaufe immer alle Bänder, weil ich so ein Bänderfetisch habe. Und Brombeermus habe ich in meiner Sammlung noch nicht. Also ich habe ganz viele Sachen. Ich habe da, das andere Band ist zum Beispiel Amethyst, aber Brombeermus, meine ich, gab es schon lange nicht mehr als Band, wenn überhaupt. Also ich kann mich nicht erinnern. Und das muss man sich dann schnappen, solange es im Sortiment ist, weil, wenn es dann wieder rausgeht, wird es wieder eine Weile dauern, vermutlich, bis es was Passendes im Brombeermus gibt. Also wenn euch die Farbe gefällt, jetzt braucht man noch einen Dimensional mehr, gebe ich euch immer den Rat, holt euch das. Es ist ja auch gerade dieses Schimmerband in Kirschblüte. Sollen wir es jetzt mal, wir machen es jetzt mal anders. Ja, ich mache es jetzt da unten hin. Damit müsst ihr jetzt leben, dass das jetzt da unten sitzt. Also, dann hätten wir jetzt alle Farben. Einmal mit so, einmal quer und nochmal so. Aber wir wollen ja noch, das schaffen wir noch, die hier machen. Also das hier ist wirklich so die Einsteiger-Variante. Also vom Layout her sind die ja alle gleich, aber hier braucht ihr wirklich nicht viel. Hier braucht ihr das Papier, was ihr aus der Celebration euch schenken lassen könnt. Eventuell das Stempelkissen dazu. Ein, zwei Stempelkissen aus diesen Farbfamilien dazu. Auf jeden Fall ein Memento dazu. Einen Block, auf dem ihr eure Stempel aufbringen könnt. Ja, und zum Zuschneiden natürlich den Papierschneider und damit ist eigentlich schon dann das Papier gratis. Also gerade jetzt rentiert sich auch Basics, weil eben immer was mitkommt. Also pro 60 € gibt es was geschenkt und das ist so schön. Das ist so ein schönes Papier. Packen wir die weg, machen jetzt noch diese hier und zwar in. Welche Farbe können wir es denn machen? Dann nehmen wir hier jetzt Rokoko dazu. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Ups. Oder habe ich mir grün zurechtgeschnitten? Ich weiß gar nicht, was ich mir zurechtgeschnitten habe. Ich glaube, ich wollte den grünen machen. Also wenn ich das Papier so sehe, was ich zurechtgeschnitten habe. Was der Grüne, den ich geplant hatte. Den schneide ich jetzt auch wieder zurecht, kürzer. Und zwar möchte ich jetzt bei diesem Verlauf das Helle haben. Also der coole Effekt entsteht dadurch, dass ich hier wirklich von dem dunklen Stempel, hups, in das Helle reinkomme. Deswegen lasst hier auf jeden Fall das Helle stehen und schneidet vom Dunklen weg, wenn ihr es kürzt. 13, was habe ich da gemacht? 13,6. 13,6 mal 10,1. 13,6 mal 10,1 für das Designerpapier.
Und das ist jetzt wirklich super simpel. Ich muss nur den Stempel sauber machen, weil der, wenn ich den jetzt abstempel, dann ist er Bermuda. Das wollt ihr nicht sehen und das will ich nicht sehen. So. Und genau für solche Aktionen, ganz ehrlich, ist die Reinigungskiste hier, diese Schrubbelkiste, finde ich die super praktisch. Ich könnte das jetzt alles natürlich auch hier mit diesem Reinigungsprofi sauber machen, aber gerade bei so einem Riesenstempel ist mir das einfach lieber so. Die eine Seite macht nass, die andere macht trocken und ihr habt sofort einen sauberen, gepflegten Stempel, den ihr wieder verwenden könnt. Also macht auch absolut Sinn. So, Waltraud hat auch die Libellen, schau. Waltraud, hast du auch das Ombrépapier? Oder was durfte bei dir einziehen? Was durfte denn genau, das würde mich auch noch interessieren, was durfte denn bei euch an Prämien einziehen? Ich weiß ja, was ich am meisten an meine Kunden verschickt habe. Also da gibt es definitiv einen Favoriten beim Papier und es gibt einen Favoriten bei den Stempelsets. Aber mich würde es jetzt mal von euch interessieren. Jetzt kommt das hier auf die Ecke. Möglichst eckig, also möglichst in die Ecke. Ich ziehe es mal ein bisschen runter, dass ich Gewicht drauflegen kann zum Stempeln. So. Et voilà. Schon ist die grüne Wiese fertig. Dann noch ein Spruch und ein Band dazu und fertig ist auch die Karte. Ein Band. Zum Beispiel jetzt hier das weiße Tupfenband ist auch so ein Universaltalent. Wer jetzt sagt, ach, ich weiß jetzt nicht so spezielle Farbe, möchte ich meine Bänder nicht haben, definitiv weißes Tupfenband geht immer. Zu allem eigentlich. Und das ist so niedlich. Da gebe ich mir jetzt auch bloß ein bisschen Kleber hin und klebe mir das hier im Hintergrund auf. Papierblüten, Ombrépapier und Eselchen. Ah, also auf jeden Fall auch Papiere, ne? Ups. Ich dachte mir, mit den Eseln muss ich jetzt nicht unbedingt was zeigen, weil da spricht das Motiv für sich. Aber vielleicht ist das ja für euch noch so eine simple Idee zum Nachmachen. Dann habe ich jetzt einen Kreis genommen. Ich habe, einfach weil ich sie habe, die bestickten, die Stickmuster-Framelits genommen. Wenn ihr die nicht habt, dann nehmt ihr einfach einen normalen Kreis. Geht auch, ist ein wenig weniger effektvoll, aber geht auch. So, wieder einmal quer durch den Raum, weil mein Weiß ausgegangen ist. Also auch das geht. Als Alternative, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe doch aber keine Stanz- und Prägemaschine. Weil ein Kreis muss sowieso bei jedem einziehen. Also jeder, der von mir schon mal eine Beratung durchgemacht hat, dem sage ich eigentlich, also ein Etikett und ein Kreis, ja, bitte, unbedingt. Also damit könnt ihr schon eine normale gestempelte Karte um eine ganze Nuance anheben. Schöner machen. So, ich habe jetzt gesagt, ich nehme wieder den gestickten. Dann brauche ich wieder mein Memento und ich brauche wieder meinen vielen Dank. So könnt ihr es auch lesen. Eselchen und Blumenpapier bei der Margit. So. Ombrépapier und Esel. Na, seht ihr doch. Also, ihr könnt was anfangen mit den Ombré-Ideen, weil ihr habt es ja zu Hause. Das finde ich super. Für alle, die es noch nicht zu Hause haben, aber gerne hätten, lasst es euch doch schenken. Bei einer 60-Euro-Bestellung oder ab 60 € kriegt ihr eine Prämie, ab 120 zwei, ab 180 drei und so weiter. So. Zack. Ich glaube, die dürften sogar. Soll ich die in die nächsten Pakete mit reinlegen? Ich finde die ja eigentlich echt ein Träumchen. Dann kriegen die gleich die nächsten zwei Pakete, die morgen eh noch zur Post gehen, von der letzten Party.
kriegen diese Karten. Was sagt ihr denn dazu? Und die sind auch schon mehr oder weniger verschickt, weil es so viele Geburtstage gibt. Ich muss nur noch hier innen natürlich was reinschreiben. Das ist eh klar. Und ich glaube, der... Nee, der ist auch... Die haben alle ein Innenleben, oder? Nee, der hier noch nicht. Der braucht noch sein Innenleben. Hier. Und dann... Dann kann der auch weg. Ups. Und dann muss ich, glaube ich, nochmal Willkommenskarten machen. Die letzte, die hier noch ist, die geht auch morgen auf die Reise. Ich freue mich. Morgen, spätestens übermorgen, denke ich. Da habe ich dann die Hortensie genommen. Also ich habe ja immer hin und her gespielt, ganz viel mit den Schnecken gemacht bei den Willkommenskarten. Total angelehnt, da habe ich mich selber gecased, nennt man das. Also copy and share everything, weil das war meine Grundlage. Das war meine Team-Willkommenskarte vor, wann hatten wir den? Vor 2 Jahren oder so. Und ich fand die so schön. Und dann habe ich die einfach gespiegelt, so rüber und mit Schnecke gemacht. Die Schnecke im Hortensienbeet. So schön mit den Luftballons, sagst du. Das freut mich, wenn ihr da vielleicht wieder was mitgenommen habt. Ich sage jetzt erstmal gute Nacht. Machen wir doch so ein Abschlussbild. So sind die doch ganz nett. Und dann machen wir den hier noch so. Aber ihr seht, man kann es simpel halten oder je nachdem, was man für Sets zu Hause hat, kann man auch toll dann gleich kombinieren. Ob jetzt mit neuen Sachen schon oder mit alten Sachen, die man zu Hause hat. Da passt echt viel. Also auch Schnecki würde mir jetzt thematisch zu den Wiesenblumen eigentlich auch sehr gut passen. Also die kann ja da auch wohnen, ne? In der Wiese. Schlaft gut, ihr Lieben. Ich hoffe, dass jetzt das Homeschooling zumindest in meinem Fall bedeutet, dass ich wieder öfter mit euch hier Videos machen kann, dass ich wieder etwas entspannter bin, abends auch noch wieder ein bisschen Kraft habe und die ganzen verpassten Videos nachhole. Vielleicht, wenn mir noch eine clevere Idee kommt, ich habe so ein paar Sachen angefangen noch mit den Papierblüten, aber das sind alles noch so halbfertige Sachen. Kommt noch ein Video hinterher, versprechen möchte ich es im Moment aber nicht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, eure Dani von Stempeltier.